Ja, also dann ganz, 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 ganz herzlich willkommen da bei dem Kurzreferat, Kurzvorstellung von ein paar Themen, wo wir, glaube ich, können tagelang oder vielleicht sogar wochenlang referieren. Sonnenschmiede, das ist Daniela und das bin ich, der Michael. Ja. Wo wir uns einen Traum am Verwirklichen sind, ein Traum, wo einfach ins Thema von der Verantwortung geht. Ein Traum, wo man sich einfach ein bisschen das anholt, was man gerne wirklich machen will, wo das Herz so ein bisschen danach ruft. Und das zeigt sich immer mehr im Aussen, nämlich bei uns auf dem Hof im Emmental, 45 Minuten von da. Der Platz, wie gesagt, genannt Sonnenschmiede. Und es sind ja immer so Momente, wo mal so irgendwo im Kopf, gell, so eine Vision oder Träume oder einfach mal eine Idee, dass man etwas sieht, etwas liest. Und irgendwann einmal, wenn man da ein bisschen beharrlich genug ist, zeigt sich das dann auch im Aussen einmal, dass da doch etwas darf passieren. Und das ist bei uns, ist es genau der Stein gewesen dort. Genau, der erste Spatenstich, den haben wir gemacht vor 4 Jahren. Also wir sind im 012 sind wir eingezogen und im Frühjahr 13 haben wir bereits schon angefangen mit dem Garten. Mit dem Garten, also das Thema ist schon, also Permakultur, ich weiß nicht, ob ihr vor allem Permakultur interessiert sind oder ob es um Selbstversorgung geht oder um den Hof selber. Es ist auch schwierig, da genaue Grenzen zu setzen, weil es fließt alles irgendwo zusammen. Aber das ist wirklich spannend gewesen, dass wir mit dem Garten eigentlich angefangen haben. Also das ganze Haus, der Hof, der Betrieb ist irgendwie ein bisschen zurück gewesen. Es ist um den Garten gegangen. Vielleicht kennen Sie so die viereckigen, die quadratischen Bauernhöfe, also respektive die Gärten oder die Friedhöfe, gell, ist alles schön so eckig. Und das erste, was wir da gemacht haben, ist einmal die erste Kurve. Das ist so eine Stellerie, wo wir einfach umgeschlagen haben. So, jetzt fangen wir an und wollen mal schauen, was man mit dem Gelände alles kann machen kann. Wenn du vielleicht mal auf die nächste gehst oder gerade eine weiter noch. Genau, so das links, das ist also das, wo wir darüber reden. Und es ist dann einfach so, dass es ein Gedanke bringt, dann einfach einmal so eine Idee, einen Wunsch und der Wunsch zeigt sich dann einmal und der Stein wird immer grösser und kommt ins Rollen. Und wenn der mal ins Rollen kommt, ist es etwa so, wie es dann 2, 3 Jahre lang bei uns ausgesehen hat, mit Bagger, mit Maschinen, mit Traktoren, mit ganz viel Baumaterialien, weil wir einfach weg haben wollen von dem eckig Kanton Monotone. Also wir haben von dieser grünen Wüste haben wir da geredet, dass wir einfach zu Vielfalt haben wollen gehen. Wir haben wollen Lebensräume schaffen für Tier, für Insekten, für die Pflanzenwelt natürlich. Und selbstverständlich ist es auch darum gegangen, dass wir auch davon profitieren können. Und was man da ganz markant sieht, also das sind nicht einfach Eingriffe gewesen, wo wir ein bisschen umbuddelt haben, also Entschuldigung schnell, wir haben da wirklich, also das ist so der Hauptweg gewesen, wo wir rausgerissen haben, wo wir da einfach alles so geschwungen gemacht haben und angefangen haben, Land vergrößern, indem dass wir halt terrassiert haben. Wir haben angefangen, was haben wir gemacht? Trockensteinmauern bauen für Wärmespeicher, also wir haben da ganz, ganz viele Elemente rausgebracht, wo in der Permakultur drin sind, auch dort abgebildet werden, aber natürlich auch sollen dienen, auch den Lebens-, also den Insekten, den Tieren, den Pflanzen, was auch immer zu uns dann kommt.